Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-VTier-Video. Ich wünsche euch allen einen fröhlichen zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten und beziehungsweise habt sie noch. Für mich geht es gleich ganz klassisch weiter zur nächsten Familienweihnachtsfeier. Dann gibt's Kaffee und Kuchen, gleich wieder Abendessen. Ich platze jetzt schon aus allen Nähten, das ist unfassbar. Das Essen ist das eine, alle Wiedersehen das andere, beziehungsweise dann auch wieder die Nerds und Geeks ziehen ja wie jedes Jahr aus, um die IT-Probleme nicht nur ihrer Familie, sondern auch der erweiterten Familie und allen möglichen Bekannten zu lösen. So auch bei mir. Und ich denke mal, neben der Kaufberatung für neue Geräte ist das, was mich jedes Jahr wieder beschäftigt, das heimische oder andere Leute WLAN. Die WLAN-Abdeckung, wo die sagen, aha, hier habe ich keinen Empfang, da habe ich nicht, nee und. Und da passt es hervorragend. Und es gibt dieses Video einfach nur, weil AVM nochmal hingegangen, AVM, das sind die Macher von den Fritzboxen und Repeatern, die sind hingegangen und haben mir hier gerade noch mal ein Weihnachtspaket geschnürt. Das kam daher, dass die mitbekommen haben, dass ich zur Vollendskalenderaktion ja eine Fritzbox an euch weitergereicht habe. Das war sogar das Spitzenmodell, die 7590. Und haben die gesagt, du Faultier, wir finden das ja spitze. Gerade natürlich findet eine Firma das spitze, wenn man dann A, Produkte von denen vorstellt und dann unters Volk bringt und dann B auch noch sagt, ich bin ein riesen AVM-Fan. Und deswegen sind die hingekommen und haben gesagt, du Faultier, willst du das nicht nochmal machen? Wir schicken dir auch mal ein Weihnachtspaket. Dann habe ich denen gesagt, Leute, der Faulenzkalender, auch wenn er nicht so aussieht, ist eigentlich schon durchgeplant. Aber wir legen noch einfach einen drauf zum zweiten Weihnachtsfeiertag, wo dann wahrscheinlich viele wieder mit den heimischen oder den elterlichen oder den großelterlichen oder den onkellichen und tantelichen WLANs verzweifeln. Da hauen wir einfach das Paket dann raus. Und ich habe nicht reingeguckt, was AVM hier jetzt reingepackt hat und mache das jetzt einmal ganz kurz auf, denn ich mache das hier auch wieder leider nur zwischen Tür und Angel. Ich habe ein kleines Paket. Da tippe ich einfach mal, da wird, ich denke mal, ein Repeater drin sein oder so eine Powerline, also dieses, wo man dann halt nicht WLAN braucht, sondern wo dann das heimische Stromnetz gebraucht wird, gibt es ja auch an Produkten, jedoch ohne Versprechen. Und, nein, komm raus, ist natürlich genau die falsche Seite. So, Entschuldigung. Ach ja, und wer sich jetzt gerade wundert, ja, ein Geschenk, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Ich will nicht sagen, ist eine neue Killerschere des Todes, aber es ist eine Killerschere des Todes und diesmal sogar im weihnachtlichen Grün. Und, ach, guck mal hier. Nein, Entwarnung, das ist falscher Alarm. Alles, was Baumkuchen vom Buchenwald. Ach, guck mal, ein AVM-Weihnachtsgruß. Baumkuchen tippe ich jetzt gerade mal drauf. Also, aber das interessiert euch nicht. Dann, ihr seht, alles live und jetzt gibt die Kamera fast noch runter. Alles live und ungeschönt. Das bedeutet, das Weihnachtspaket, das ist das Fresspaket. Das Weihnachtshardware-Paket von AVM befindet sich, komm mal, hier drin. Also ich mit meinem Kabel. Und eins, zwei. Krass. Aber wie ich gerade schon sagte, schön. Also, das weihnachtliche Paket besteht aus einem 1160er Repeater. Also, das da, ne, da bis dahin, wo das WLAN noch gut reicht, Repeater rein und dann kriegt man ab da nochmal neues WLAN. Natürlich halbiert sich da immer die Bandbreite, weil das Ding ja genau einmal senden und empfangen muss. Aber dann, krass. Das Powerline-Zeug, gerade für die und Leute, die, was weiß ich, den Router im Keller haben, dann eine Etage dazwischen haben, aber dann unters Dach halt nochmal neues WLAN brauchen. Da haben wir einmal die Powerline 1260E. Sehr schön. Und jetzt kippt er gleich hinten rüber, weil jetzt ist, das wäre das erste Hilfepaket. Und das freut mich gerade sehr. AVM hat es sich nicht lumpen lassen. Nochmal eine 7590 Fritzbox unters Volk zu werfen. So, und das finde ich ganz, also das finde ich gerade super, allein, dass ein Hersteller da auf die Idee kommt, das auf dem Schirm hat, dass wir so eine Aktion machen und dann auch von sich aus nochmal sagt, guck mal hier, wenn da draußen jetzt die Leute verzweifeln, dann kriegt ein Glücklicher einmal das Rundum-Sorglos-Paket. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir es unters Volk? Ich mache es einfach wie nach wie vor. Nicht unter dieses YouTube-Video kommentieren, sondern ich verlinke unten den Beitrag im Faultier-Blog. Da bitte in den Kommentaren schreiben, dass ihr das wollt und braucht.
Und am liebsten wäre es mir natürlich, eben, wenn da wirklich ein Leidensgenosse oder eine Leidensgenossin das Ganze gewinnt, die jetzt sagt, du Faultier, ich war jetzt irgendwo bei der Verwandtschaft, das ist, die haben altes, was auch immer Zeug, die haben eine Internetanleitung, natürlich, das Ding macht eure Internetverbindung nicht besser, ne? Wenn ihr jetzt nur eine 6000er DSL-Leitung habt, dann kriegt ihr da auf einmal nicht eine 50.000er VDSL-Leitung, nein. Sondern ich will die Leute wissen haben, die mir schreiben, die sagen, ich brauche sowas, weil ich habe alles versucht. Ich möchte einfach die Leidensgeschichten von euch hören, wer da draußen wie verzweifelt war, um an Weihnachten oder über Weihnachten oder von mir aus auch schon das ganze Jahr über versucht, ein stabiles WLAN hinzukriegen und der mir dann genau beschreiben kann am liebsten, wie er oder wie sie das Ganze einbauen würden wollen würde. So, das, darum geht es. Und das ist natürlich auch von mir nochmal ein Riesendank an AVM, dass die so ein Paket rausrücken und dass dann einer von euch da draußen hoffentlich in Zukunft für ein stabileres WLAN oder Netzwerk sorgen kann. Das Ganze, wir haben natürlich jetzt den zweiten Weihnachtsfeiertag, Dienstag. Lasst das Ganze einfach, damit wir ein paar Tage Zeit haben, bis Freitag, also diesen Freitag, 27., 28., 29., 22 Uhr abends ist Schicht. Dann lasse ich den Zufallsgenerator über die Kommentare laufen, beziehungsweise gucke natürlich die Kommentare durch, ob die, dass da keiner schummelt, nichts doppelt und ist. Und dann ziehe ich denjenigen und schreibe der oder derjenigen dann die E-Mail und sag, gib mal deine Adresse. Ich packe das alles in die Box und Ich denke mal, ich weiß noch nicht, ob ich den Baumkuchen auch ins Paket lege oder ob ich den selber futtern werde. So, auf jeden Fall, das soll es gewesen sein. Da einmal das Weihnachts-WLAN-Glücklichmach-Set von AVM. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und noch fröhliche Rest-Weihnachtstage und beziehungsweise ist ja nur noch einer und dann schönen Start in die Woche. Macht es gut und tschüss.